So, lunzen wir doch mal hier rein. Okay, genug gelunzt, gehen wir. Ich mag die Braut am Anfang nicht. Die ist so selbstverliebt. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Ich weiß, was wir hier tun, aber was ist das langfristige Ziel von Cerberus? Die Weiterentwicklung der Menschheit. Nicht mehr und nicht weniger. Die Salarianer haben die Special Task Group. Die Asari haben ihre legendären Spezialeinheiten für Geheim- und Aufklärungsmissionen. Cerberus ist die Antwort der Menschheit auf diese Organisation. Cool. Wir dürfen also machen, was wir wollen? Jupp. Okay, dann zieh dich aus und grill mir ein Sandwich. Dammit! Hat doch nicht so ganz funktioniert. Aber diese Organisationen unterstehen Regierungen. Wer überwacht Cerberus? Niemand. Wir werden privat finanziert. Und unsere Geldgeber vertrauen darauf, dass der Unbekannte die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er hat unsere Ziele sehr klar formuliert. Schutz der Menschheit und Förderung ihrer Weiterentwicklung. Was für Ressourcen hat Cerberus? Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt, aber Einzelheiten weiß darüber mit Sicherheit nur der Unbekannte. Aber unsere Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Sie wiederzubeleben und die Normandie noch einmal zu bauen, war eine beträchtliche Investition. Und ein beträchtliches Risiko. Wir hoffen alle, dass Sie das Unmögliche möglich machen, Shepard, ohne Sie unter Druck setzen zu wollen. Ja, überhaupt nicht, nein. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Ihr versteht, warum ich sie am Anfang überhaupt nicht leiden kann. Die Frau ist dermaßen eingebildet. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5-mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Ich möchte kotzen, aber es bringt nichts. Ich würde jetzt gerne diese Option hier auswählen. Allerdings gibt es bei der hier wenigstens einen kleinen Hauch von Einsicht ihrerseits. Klingt, als hätte man sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. Haha, Selbstzweifel gestreut. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Nimm dies Miststück. Da hätte man einen prima Wandschrank draus machen können. Was ich so schön finde, sind die Details, wie zum Beispiel die Dicke von der Scheibe hier. Geil. Ach ja. Ich mag die Normandie. Oh ja. Du-di-du-di-du. Ich habe es heute nicht rausgefunden, was das sein soll. Wahrscheinlich Mülltonnen. Irgendwas in der Richtung. Ach ja, die guten Schlafkapseln. Oder Rettungskapseln, Hyperschlafdinger. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es bis heute noch nicht rausgefunden. Also im ersten Teil war die Normandie verdammt klein. Da hatte man nirgends ein Crewmel-Quartier gesehen. Allerdings dann diese Dinger hier. Ich behaupte jetzt einfach mal, das sind Schlafkapseln, wo man sich einfach ein bisschen auspennen kann oder so. Keine Ahnung. Wenn ihr mehr wisst und irgendwo mal was gelesen habt dazu, schreibt es ruhig unten rein. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Die Krankenstation. Ausgestattet für kurzfristige Notfallversorgung. Bei schweren Verwundungen müssen Patienten zu einer voll ausgestatteten medizinischen Einrichtung gebracht werden. You don't say!
Ich dachte, wir reißen ihnen die Organe aus und essen sie. Wir haben hier ein kopfloses Hühnchen tanzen lassen. Das ist ja absolut irrsinnig. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Natürlich ist er das. Die kenne ich. Manch einer erinnert sich an das Intro, an die erste Normandy. Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Die gute Frau Doktorin aus dem ersten Teil, ich mag die Dame. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen, Frau Doktor. Geht mir genauso. Ich wünschte, es wären mehr von der ursprünglichen Crew hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert. Aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Ach ja, sie muss einfach unterwegs sein. Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Sie braucht einfach irgendwas unterm Arsch, was rumklappert und zittert. So, mal linsen, mal lunzen, mal gucksen, mal gixen. Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Ich vertraue darauf, dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Wie gesagt, ich mag die Alte. Vor allem mag ich die Synchronsprecherin von ihr. Die ist richtig geil. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shang-Chi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandy gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Ach ja. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Schnaps. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Ach ja, die Alte. Ich mag sie. Die hat Charakter. So, ine mine meine Mut. Die Räume werden auch später wichtig, wenn wir nach und nach unsere Crew zusammengesucht haben. Die sich irgendwie denkt, oh, ich wohne einfach überall, halt nur nicht da, wo es Not tun dürfte, machen tut, tuten haben sollte. So ein Batzen haben dir. Ha, perfekt rausgeredet. Hä? Ach ja, hier. Unser Schiffchen, unser Shuttle, unser Pupsi. Dann kann man mal so einen ungefähren Größenvergleich ziehen. Na, wo ist er denn? Ach, da war. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das Frachtdeck der Normandy. Es enthält Stationen zur Aufmunitionierung und Reparatur des Bodenfahrzeugs und des Shuttles der Normandy. Mein letztes Schiff hat kein Shuttle gebraucht. Warum haben wir eins? Das Schiff ist fast doppelt so schwer wie die letzte Normandy. Es ist weitaus schwerer, damit auf Welten mit hoher Schwerkraft zu landen. Macht Sinn. Es würde einfach durchbrechen. Manu. Das darf ich ja nicht. Ganz vergessen. Doof. Ladi-da-di-du-di. Du-di-du-di. Da. Du-di-du-di. Da-da.
Mal gucken. Nein, auch nicht. Ich hatte mal aufgeschnappt, dass wir uns hier unten was Nettes fangen können, wenn wir es nicht irgendwo anders kaufen würden. Ich höre es jetzt aber auch leider nicht. Ach, ich kann es euch jetzt mal sagen, wir werden es uns sowieso irgendwann mal zulegen. Wir können uns auf der Citadel einen Weltraumhamster kaufen. Ich hatte mal aufgeschnappt, dass, wenn man ihn nicht kauft, man ihn hier unten gelegentlich auch so fangen kann, wie auch immer ihn hier hat laufen lassen. Keine Ahnung. Ist ja aber auch egal. Er kostet nicht all die Welt und er ist eh nur zum hübsch aussehen da. Von dem müssen wir nicht großartig warten, bis wir ihn umsonst kriegen. So. Ach, Moment, ich wollte eigentlich da lang. Hi. Heilige Scheiße, Commander. Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Ah, die zwei sind auch so ein Pärchen. Total Mischucke. Ich mag sie. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Ihr meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Was macht ihr hier? Wer seid ihr? Was ist der Sinn des Lebens? Warum mag keiner meinen ersten Rüstungsentwurf? Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Ich hab sie mit eigenen Händen zerlegt. Macht es mir nach, Penner. Haha. Warum haben Sie die Perugia verlassen? Nach Ihrem Tod hat dieser hinterhältige Udina die Reaper-Bedrohung geleugnet. Sie haben die Sovereign als isolierte Bedrohung bezeichnet, als einzelne... Das war scheiße. Sie sagten, Ihre Warnungen vor einer größeren Gefahr wären entweder Irrtümer oder Wahnvorstellungen. Wir haben den Respekt vor der Führung der Allianz verloren. Wir müssen den wahren Feind bekämpfen. Und anscheinend tut das nur Cerberus. Da fasst man mal ein paar böse übernatürliche außerirdische Aliensender an und kriegt davon Visionen über Reaper und Massenmorde und schon ist man psychopathischer Visionär. Das ist unfair. Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Ach Moment, das hatte ich ja schon. Upsala. Wie sind Sie bei Cerberus gelandet, Ken? Sobald Sie weg waren, kamen die hohen Tiere von der Allianz und haben wie die Geier alles in Stücke gerissen, was Sie gesagt hatten. Ich habe Sie in aller Öffentlichkeit verteidigt und mit nichts hinter dem Berg gehalten. Das ist noch untertrieben. Wäre Kenneth nicht so ein begnadeter Techniker, hätten Sie ihn wegen Insubordination vors Kriegsgericht gezerrt. Dadurch wurde der Unbekannte auf mich aufmerksam. Er hat mir ein Angebot gemacht. Und jetzt bin ich hier. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Iss diesen Erdbeerkuchen hier. Und dann komm mit. Aber ich bin allergisch auf Erdbeeren. Ich sagte, iss ihn. Na gut. Wie war es bei Ihnen, Gabby? Kenneth und ich sind Partner, seit wir gemeinsam den Abschluss an der Tech-Akademie gemacht haben. Als er das Angebot von Cerberus bekam, habe ich darauf bestanden, mitzukommen. Ohne mich fällt er doch auseinander. Danke, Mami. Außerdem liebe ich Maschinen. Und die Normandy repräsentiert den derzeitigen Stand der Technik. Ich musste die Gelegenheit, hier zu arbeiten, einfach wahrnehmen. Ach ja. Da haben sich zwei getroffen und gefunden. Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlammt. Ich will sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6 FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Ihr versteht, warum ich die beiden mag. Sie mobben sich unentwegt.